Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms Region of Memories. Ich habe endlich die blaue Karte. So ging das eben, als wir sie gekriegt haben. Ja. Ne? Orgasm. ja. Multiple. Ich bin währenddessen auch ein Level abgekommen, weil ich ziemlich viel kämpfen musste. Ihr habt ja gesehen, ich musste. Ich hatte in der Zwischenzeit sogar mal kurz einen Internetabsturz. Au! Problem? Meine Steuerung ist verkehrt. Umdenken müssen. Oh nein, oh, der Herzog hätte dich jetzt noch anschlagen müssen. Problem? Ich habe einmal eine 1 bekommen und einmal eine 5. Fuck you, Door. Worüber haben wir nochmal geredet? Über Gewinnspiele, dass man sie nicht mit weniger. Ach nee, da. Ah. Wir waren irgendwie bei Animes. Ja, Animes. Ja, ja. Ich mag den über Boss Animes nicht. Haben wir geredet. Ich mag den Boss immer noch nicht. Ich mag den Boss immer noch nicht. Es gibt, Worüber habe ich geredet? Ja, genau. Ja, genau. Ich weiß wieder. Über zum Beispiel Sachen, wie zum Beispiel, dass es optisch ansprechende Animes für einen Menschen gibt und welche, die nicht optisch ansprechend sind. Und ich meine, genau, das ist wie im Fernsehen. Wenn ich da zum Beispiel was optisch ansprechendes sehe, gucke ich das natürlich eher, als wenn ich irgendwas finde, wie zum Beispiel, was weiß ich, was würdest du jetzt im Fernsehen überhaupt nicht gucken wollen? Animes. Ganz einfach, weil sie zensiert sind, ohne Scheiße. Ja, kommt drauf an, die alten Animes gehen noch. Ja, Dragon Ball und so, aber Dragon Ball GT und so. Ich meine jetzt damals gab es noch, also zu der Zeit, wo ich das damals noch geguckt habe, als ich klein war. Ja, da ging es noch mit Digimon und so allem. Ja, nee, ich meine noch ein bisschen, ein Stück vor Digimon, meine ich. Da kamen auch damals auf Viva schon mal so Animes. Was? Hieß es denn auch Animes? Ich weiß nicht, ob es Animes hieß. Ich meine, das sind Animes gewesen. Meinetwegen waren es auch Zeichentrick oder Cartoon, ist mir auch egal. aber prinzipiell ist es halt so, wenn du im Fernsehen gibt es halt Serien, die sprechen dich halt an. Da gibt es so Sachen wie. Jawohl. Die würdest du nicht mit der Kneifzange anfassen, weil du siehst das und denkst dir schon so: Ach nö, Holzfäller extrem interessiert mich nicht. Ne? Obwohl es vielleicht eigentlich interessant wäre. Holzfäller extrem. Ja, aber ohne Scheiß, das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. So. Obwohl es für Leute interessant ist, dieses. Ne? Es gibt Leute, die sehen das und denken sich, boah, das ist interessant. Es gibt Leute, die gucken dann Holzfäller extrem. Es gibt. Wenn es im Fernsehen läuft, dann gibt es bestimmt auch Zuschauer davon. Ja, genau wie diese ganzen Shop-Kanäle da, so kauf. Genau, oder genau so. Wenn du da auf so einem Sender landest, dann ist das im ersten Moment nicht optisch ansprechend. Das fand ich ja damals an Nickelodeon so scheiße. Ab 20 Uhr kam da so ein komische Quiz-Show, mit dem sich Money Express oder so nannte. Ja. Da dachte ich mir dann so, hallo, ich gucke Nickelodeon, um Kind Zeichentrick zu gucken oder sonst was. Mhm. So, und genau das meine ich ja. Das ist optisch für dich nicht ansprechend gewesen, diese Werbung, weil du damit nicht viel anfangen konntest. Du konntest dem nichts abgewinnen. Ja, hallo, so. Warum will ich an der scheiß Quiz-Show teilnehmen, die ab 18 ist und nur Geldabzocke ist? Ja, eben, so. Es gibt dann, und genauso finde ich das bei Animes. Es gibt so welche Animes, die ich gerne gucke, wo ich direkt sehe, oh, dieses Cover. Das ist jetzt, das sagt vielleicht nicht viel über den Anime aus, aber das Cover zeigt schon so, oh, mysteriös, da geht's um, was könnte ich jetzt als Beispiel nehmen? Oh, guck mal, da, Gundam Wing, da geht's um Roboter, die sich bekämpfen, das ist jetzt extremst spannend für mich, das würde ich gerne sehen. Weil der Mensch in erster Linie das ja mit der Optik wahrnimmt, diesen Anime quasi, ne? Mhm.
Genauso gibt es aber auch so Sachen, wo ich mich frage, warum? Warum? Ich meine, was ist denn jetzt zum Beispiel so ein Anime, wo ich mich das frage? Ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht vielleicht gegen Leute, die es mögen, aber mir persönlich ist das zum Beispiel immer so, wenn ich Fairy Tail sehe, ich kann ihm nichts abgewinnen. Kann das gleiche geht mit mir mit One Piece. Ich meine, ich persönlich finde ja, dass das exakt gleich aussieht, nur in einer anderen Verpackung. Ne, so. Wobei ich One Piece mehr abgewinnen kann. Ich persönlich. Ich persönlich. Ich respektiere das ja, wenn du sagst, du kannst One Piece nichts abgewinnen. Aber ich finde das halt immer so drastisch von manchen Leuten, dass sie dann hingehen und direkt sagen, du scheiß Kacknu bist und das ist viel besser als das und das. Das ist genau diese Scheiße, weswegen wir Anime-Fans nicht zusammenhalten können. Hör mal. Genau. Erinnert sich das nicht an etwas? Ich sag nur Konsolenkrieger. Genau, das ist genau der Punkt. Es ist immer diese Scheiße. Die Gamer regen sich auf, was ist die beste Konsole? Die Anime-Fans regen sich auf, was ist der beste Anime? Xbox One ist beste. Nein, Alter, PS4, nein, Wii U, Digga, LAN. Ja, aber genau das ist die Problematik daran. Wenn wir nicht hingehen würden und uns gegenseitig bekämpfen, dann könnten wir der Welt quasi, die nichts damit zu tun hat, quasi Leute, die eben etwa in der Katzen kommt. Ja. How can we help you, Vexen? It's not very often we see you topside. I came to lend you a hand. You obviously believe this Sora has much potential, but I remain unconvinced he is truly worth such coddling. I think an experiment would show if he really is of any value to us. Well, here we go again. It's just an excuse so you can carry out your little experiments, that's all. I'm a scientist. Experiments are what I do. Yes. Whatever. You can do what you want. But you know, I think testing Sora is just a cover for testing your valet. Valet? He's the product of pure research. What he actually is a toy. You should just learn to be quiet. Anyway, since you came all this way, you're gonna need this. A humble gift to my elder. I hope you use it to put on a very good show for us. That card holds the memories of Sora and Riku's home. It's just a card. What good is that? With a little help from Naminé, you'll have all the real Riku's memories. Maybe we can get her to make you forget you're nothing but a fake. In other words, we'll remake your heart so you can be exactly the same as the real Riku, okay? Oh. You want to remake my heart? The real Riku is a wimp who's afraid of the dark. What do I want with the heart of a loser? Any objections, Vexen? After all, you do want to test Sora, don't you? It must be done. How can you? Are you betraying me? I told you I would make good use of you, didn't I? No! Relax, kiddo. I don't think it's gonna hurt that much. I'll hurt you! Stupid little toy. Think you could defeat me? Where would you ever get a thought like that? But look on the bright side. Along with everything else in your head, Naminé will erase the memory of me knocking you flat. Instead, she will implant the loveliest little memories you could ever hope for. It's no big deal that they're all lies. No. No! No! Das ist jetzt extremst traurig gewesen. Er hat mir richtig leid getan. Hör mal, sie raped ihn jetzt erstmal. Und Vexen ist übrigens wieder gekommen und he came to lend us a hand again. Was? Das hat Vexen gesagt. I came to lend you a hand.
Ich weiß. Aber das ist halt so eine Sache, die ich, wo ich mir immer denke, warum verstehen die Leute das nicht? Wenn die Gamer und die Anime-Fans regen sich immer auf, warum sie so als Randgruppen behandelt werden, warum jetzt halt andere Leute sie nicht ernst nehmen und so weiter. Wie soll man jemanden ernst nehmen, der andere Leute, die dasselbe mögen, auch nicht ernst nimmt, weißt du? Mhm. Ich meine, wenn ich ein Xbox-Spieler oder ein PlayStation-Spieler bin und meine eigenen Mitspieler, auch wenn die eine andere Plattform benutzen, fertig mache, wie kann ich dann hinter der Sache stehen, die uns alle verbindet? Zum Beispiel jeder Xboxer oder PlayStation-Freak würde mich jetzt fertig machen, weil ich mit weil ich Nintendo, PlayStation und Xbox spiele. Weil ich alle drei Konsolen spiele. Und das würde denen nicht gefallen. Ja, und ich verstehe auch nicht warum. Weil das ist eine Gemeinsamkeit, die alle haben. Alle spielen. Darum geht es. Es ist nicht entscheidend, auf welcher Konsole. Es ist entscheidend, dass man spielt. Ob ich jetzt auf einem Gameboy spiele oder ob ich auf einem... Weil jeder fast jeder Gamer außer die neue Generation hat auf Nintendo angefangen. Kann mir kein Gamer erzählen, dass sie nicht auf Nintendo angefangen haben. Commodore. Nee, das war noch nicht zu meiner Zeit. Zu deiner. Aber es gibt noch Gamer, die haben auf der Commodore und so weiter angefangen. Kannst du also so pauschal nicht sagen. Ja, aber die meisten haben auf Nintendo halt angefangen. Die meisten in unserem Alter haben wahrscheinlich mit einem Gameboy oder so angefangen. Ich habe auch mit dem Game angefangen, dann mit der Nintendo 64 und dann kam die PlayStation. Ja, es gibt natürlich aber auch welche, die haben mit der PlayStation angefangen. Jedem das Seine, sage ich dazu. Ob ich jetzt von der PlayStation-Fraktion bin oder von der Xbox-Fraktion. Was macht das für einen Unterschied? Das muss jeder, wie gesagt, selber wissen. Wenn ich sage, ich komme besser mit dem einen Controller als mit dem anderen klar, ist das eine legitime Aussage. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache. Meine Güte, meine Freunde spielen eher die Konsole. Ich spiele genau dieselbe, weil die halt gerne mit mir zusammenspielen. Das ist aber noch lange kein Grund, dass die Konsole besser ist deswegen. Yep. Das Problem ist einfach, dass Spieler A und Spieler B beide mit demselben Hintergrund an die Sache gehen. Wir spielen Spiele. Aber wenn die sich gegenseitig fertig machen, weil der eine ist Sport, klar, der andere ist PS, na, was weiß ich. Dann der andere ist mit Viola oder ja, Vida. Meinetwegen. Wenn die drei sich dann aber bekriegen, wie soll man denn dann überhaupt klar sagen können, dass das nicht irgendwie eine blöde Sache ist, überhaupt Videospiele zu spielen? Genauso ist das mit den PC-Lern und den Konsolenspielern. Da ist das ja nochmal eine Unterteilung. Da werden dann alle Konsolen Spieler von dem PC-Land fertig gemacht, was ich auch nicht verstehen kann. Ich bin mehr PC-Ler. Ich würde niemals einen Konsolen... Ich bin hier mehr der Konsolenspieler. Ja, siehst du, und wir sind Freunde. Ich mach dich deswegen nicht an. We are not just friends. Ich hab mit Konsolen angefangen, hab aber entdeckt, dass ich vielleicht mehr mit einem PC klarkomme. Zumindest bei den meisten Spielen, die ich spiele. Was ist daran falsch? Ich meine, wenn ich einen Ego-Shooter spiele, würde ich ihn auch lieber auf dem PC spielen als auf einer Konsole, weil ich einfach mit Maus besser bin. Ja, natürlich. Es gibt aber auch Leute, ich kenne zum Beispiel Leute, die können das nicht so mit der Maus. Die können das viel besser mit so einem Control-Stick bei einem Controller. Aber da sage ich immer, ich habe hohen Respekt vor denen, weil ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht, wenn ich mit der Maus nicht... gut bin dabei, kann ich das schon gar nicht mit einem Controller. Das war auch letztens so. Ich habe nochmal Dead Space 3 angefangen. Mit Controller. Ich habe nichts getroffen. Gar nichts. Gar nichts. Hm. Ich habe dauernd vorbeigeschossen, weil ich nicht aimen konnte. Ich habe die Einstellung rauf und runter probiert und es hat nicht funktioniert. So, und dann habe ich mit Maus gespielt. Dann ging es einigermaßen. Aber auch nur, weil ich halt einfach... Ich bin einfach die Maus eher gewohnt, weil ich sehr viel mit einem PC mache. Weil ich auch viel mit PC arbeite. Ich bin damit in der Schule unterwegs. Ich bin damit zu Hause
unterwegs, ich suche mir damit ein Praktikum und so weiter. Ja. All so eine Sachen, die all diese Sachen, die damit stattfinden, bringen mich ja quasi dazu, dass ich mich mit der Maus dann quasi viel besser bewegen kann in einem Spiel. Das hat dann nichts damit zu tun, dass ich jetzt dann plötzlich ein scheiß PCler bin. Das hat damit was zu tun, dass ich damit einfach besser klarkomme. Ja, das ist wahr. Nur viele verstehen das halt nicht. Ich sag ja auch immer, wenn ich zum Beispiel irgendwie Konsolenkrieg mitbekomme, zum Beispiel sage ich es auf Facebook, der Spiele-Tipps, was sehr häufig passiert halt. Ja, da schreibe ich unter. Da schreibe ich meinen Kommentar mit, hört auf euch zu bekriegen, jede Konsole hat Vor- und Nachteile. Die und die Konsole hat die Exclusive-Titel, die und die hat die Exclusive-Titel. Andere kommen besser mit der Konsole klar, die andere kommen damit besser klar. Bekriegt euch nicht, seid doch einfach normal, weil ihr benimmt euch echt wie sechsjährige Kinder, deren der Lutscher geklaut wurde. Ja, ist traurig, aber wahr, weil. Wenn ich jetzt. Und dann kommen da meistens wir so haben Antworten. Schon wieder dieses Thema. Ich habe das Gefühl, wir sind so eine Selbsthilfegruppe für die Leute, die damit Probleme haben. Das letzte Mal hatten wir dieses Thema bei Sonic Adventure 2. Ja. Das ist jetzt weißt Beispiel, du, weißt, was ich dann meistens als Antwort bekommen habe. Hey, du hast doch keine Ahnung, du hast bestimmt keine Konsole und so, du bist bestimmt so ein scheiß PC da. Und dann antworte ich meistens mal, ich spiele mit der Wii U, mit der PlayStation 3 und der Xbox 360, allein wegen den Exclusive-Titels. Vergiss nicht, dass du auch noch mit dem PC manche Spiele spielst. Und mit dem PC spiele ich auch manche Spiele, also bin ich ein Alles-Gamer. Problem. Ich nutze die Vorteile einer jeweiligen Konsole, im Gegensatz zu euch, die sich nur auf eine Konsole spezialisieren, was ziemlich dumm ist. Ich finde es ziemlich dumm. Ich persönlich habe ja nicht mal ein Problem damit, wenn sie sagen, ich spezialisiere mich auf eine Konsole. Aber... ich finde es dann blöd zu sagen, meine Konsole ist die beste, ja, weil ich sie benutze. Oder aufgrund von der und der sagt, die Konsole ist besser als die und die. Klar ist jetzt beispielsweise so eine Xbox oder eine PlayStation gegenüber einer Wii U, also ne, so die neuesten beiden Vertreter einer würde Wii U. Ich jetzt klar die, würden jetzt Leute sagen, die Xbox One ist besser als die PS4, dann kann man direkt sagen, wenn man sich dann die Prozessoren und Leistungen anguckt, sagt man direkt, die PS4 ist stärker von der Leistung her, daher ist die PS4 allein schon besser. Das da gebe ich dir recht, da würde jeder sagen, von den Hardware-Spezifikationen, ja, ist so. Praktisch gesehen, nein, ist falsch, weil es geht nicht darum, welche Konsole hat eine bessere Leistung, es geht darum, welche Konsole bietet mehr Spaß und da beide Konsolen momentan keine richtigen Titel haben, machen alle keinen Spaß. Nee, ich sehe das einfach so, eine Konsole soll in erster Linie Spaß machen. Spaß habe ich nur dann, wenn ich das Spiel genieße. Spiele genießen, die kann ich auch noch auf dem Gameboy. Heutzutage kann ich noch Gameboy-Spiele genießen. Heißt, die machen mir Spaß. Ja, deswegen habe ich ja auch 5 Gameboy-Titel als Virtual Console auf meinem 3DS und einen NES-Titel, weil sie einfach Spaß machen. So, und dann kann ich nicht verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, meine Konsole ist besser als deine, weil jede Konsole gut ist. Selbst die neuen Titel, die nicht so gut sind, es gibt Leute, die haben Spaß daran, deswegen ist es für die eine gute Konsole. Genauso ist das so, wenn ich beim PC ein scheiß Spiel spiele, was viele Leute hassen, was weiß ich, was gibt sowas, was keine Sau mag. Domi, nenn mir mal ein PC-Spiel, das keine Sau mag. Na, ist auch schwierig zu sagen. Es gibt kaum Spiele, die keiner mag. Jeder mag immer ein Spiel, da kannst du machen, was du willst. Ja, eben, das ist es nämlich. Jedes Spiel, ob es jetzt so ein simples wie Pflanzen vs. Zombies oder ob es ein MW3 ist oder ein Call of Duty Ghost oder Battlefield 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder sonst so ein Mainstream-Titel, ein FIFA-Titel oder jetzt irgendein Indie-Titel. Meinetwegen, FIFA kann ich gar nicht leiden. Siehst du, und es gibt auch Leute, die holen sich jedes Jahr gerne einen neuen FIFA-Titel, weil es halt Neuerungen gibt. Zwar nicht extreme, Neuerungen in Sachen zum Beispiel neue Spieler, alte Spieler raus und, oder vielleicht nur durch gewisse Sachen. Erkaufbar. Das nennen die Neuerungen. In meinem Fall fände ich das schon ein bisschen drastisch, das eine Neuerung zu nennen, aber
Ich persönlich finde das in Ordnung. Ich meine, das ist jedem überlassen. Wenn jetzt Spieler A sagt, ich bin Fußball-Fan, ich liebe es, FIFA zu spielen, warum nicht? Wenn er gerne FIFA auf der Xbox oder auf dem PlayStation oder auf der Wii oder was weiß ich spielt, meinetwegen. Meinetwegen kann das auch auf dem Gameboy spielen. Das macht die Konsole dann nicht gut oder schlecht. Solange derjenige Spaß. Gameboy. Du lachst? Ich meine, es gab damals Fußballspiele für den Gameboy Color. Gameboy Advance? Ich weiß nicht mehr. Es gab auf jeden Fall Fußballspiele. Es gab, glaube ich, einen Ronaldo-Titel. Den habe ich gespielt. Das hat mir Spaß gemacht. Ist deswegen der Gameboy jetzt eine gute Konsole? Jein! Jein! Der Gameboy war aber klasse. Man kann das nur mit Jein beantworten, ob eine Konsole gut oder schlecht ist. Weil jede Konsole gut oder schlecht ist, je nachdem, wie viel Spaß man damit hat. Es hat keinen Sinn zu sagen, die alte Erfahrungspunkte. Alte Erfahrungspunkte. Guck mal, wie groß mein HP-Balken schon ist. Manchmal sitze ich irgendwie da und überlege mir darüber so eigentlich sehr viel. So, warum muss das so sein? Warum machen Leute so? Ich sehe gerade, wir müssen schon wieder den Part beenden. Ja, dann mach das mal. Na, das ist eigentlich, wir beenden den Part, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.